Spielauftakt für die Clubfrauen. Nach 2 Wochen intensiver Vorbereitung geht's zum Start gegen Union Berlin. Aktuell in der Regionalliga beheimatet, aber mit dem klaren Ziel Aufstieg in die zweite Liga. Entsprechend engagiert und forsch treten die Frauen aus der Hauptstadt auf und zeigen vor allem körperlich viel Präsenz. Und so gehört die erste Torschance dann auch dem Gast. Doch der Abschluss ist etwas zu hoch. 2 Minuten später wird's dann deutlich gefährlicher. Doch Lea Paulik im Clubtor kann den Ball sicher parieren. The first game is always tough. Das erste Spiel ist immer etwas Besonderes. Wir haben heute alle spielen lassen, wollten alle Spielerinnen auf dem Feld sehen. Union Berlin ist ein physisch starker Gegner. Für uns war es genau der Test, den wir wollten. Wir haben einige gute Sachen gesehen, aber auch einige Dinge, in denen wir uns noch verbessern müssen. Also ich würde sagen, so nach 2 Wochen Vorbereitung ist so ein Test immer gut. Und wir konnten uns, glaube ich, ganz gut darauf vorbereiten jetzt die Woche über. Und es war einfach gut, dass wir jetzt mal einen Test hatten und schauen konnten, wo wir überall so stehen, in den guten wie in den schlechten Sachen. Vor allem das Umschaltspiel klappt an diesem Tag schon sehr gut. Tiefe Pässe in die Spitze sorgen immer wieder für Gefahr. Das erste Tor fällt dann aber nach einem ruhenden Ball. Franziska May hämmert eine zu kurz abgewehrte Ecke humorlos unter die Latte und sorgt so für die Führung nach knapp 20 Minuten. Fast hätte das Team von Neutrainer Thomas Ostendorp direkt noch einen Treffer nachgelegt. Nach einem gewonnenen Ball geht's wieder schnell nach vorne, doch Emma Kusch scheitert an der Torhüterin. Ja, ich glaube, wir waren am Anfang ein bisschen überrascht, wie aggressiv sie vorne draufgegangen sind und wie aggressiv sie auch die Zweikämpfe bestritten haben. Da mussten wir erstmal reinfinden. Wir haben aber dann gesehen, dass wenn wir dagegen halten, wenn wir uns Respekt verschaffen, dass wir ganz klar bessere Mannschaft sind. Mitte der ersten Hälfte zeigt sich dann der fränkische Sommer von seiner schönsten Seite. Es regnet und das nicht zu wenig. Der Rasen wird nass, der Ball schnell und schwer zu berechnen. Und das nutzt Celine Frank aus. Die Berlinerin hält von der Strafraumkante einfach mal drauf und trifft zum Ausgleich für den mutig aufspielenden Regionalligisten. Kurz vor der Pause wären die Gäste dann fast sogar in Führung gegangen, doch erneut ist Paulik zur Stelle. Der Regen hat sich da zum Glück schon wieder verzogen. Wir haben in der Pause ein bisschen umgestellt und dann auch gleich 2 Tore erzielt. Das ist sehr positiv, denn es zeigt, dass die Mannschaft sehr schnell lernt und das umsetzen will, was wir vorgeben. Ich glaube, das Schlagwort der Vorbereitung ist intens. Wir haben intensive Einheiten und wollen uns da einfach weiter pushen und ans Limit gehen. Ich glaube, wir müssen uns weiter auch im athletischen Bereich verbessern. Aber man hat gesehen, dass wir Fortschritte machen, dass jeder individuelle Fortschritte macht. Und ich glaube, wir als Team somit auch weiterkommen. Genau. Den zweiten Durchgang starten die Clubfrauen dann deutlich gefährlich. Die junge Marina Scholz tankt sich über die rechte Seite bis in den Strafraum, scheitert dann aber an der Torhüterin. Kurz darauf kommt die 17-Jährige im 16er erneut an den Ball und bringt diesen auch im Tor unter. Doch dieses Mal geht die Fahne hoch. Abseits lautet die Entscheidung. 5 Minuten später darf sich Scholz dann aber endgültig freuen. Nach feinem Zuspiel von Kusch steht es 2:1 für den Club. Ja, ich habe gedacht, ich laufe vielleicht jetzt mal noch ein bisschen schneller, dass ich da vielleicht vorne irgendwie hinkomme. Und dann die kreative Lösung von Emma, dass sie den noch drüber gechippt hat und ich ihn dann irgendwie abnehmen konnte, hat sich gut ergeben und hat dann auch einfach gut geklappt. Keine 3 Minuten später legen die Clubfrauen nach. Wieder geht es nach Ballgewinn mit Tempo in die Spitze und Rebecca Saalfelder erhöht auf 3:1. Minuten vor dem Ende gelingt dem Gast nach einem schönen Abschluss von Anouk Blaschka dann nochmal der Anschlusstreffer zum 2:3. Mit dem 2. Treffer im Rücken versuchen die Berlinerinnen natürlich nochmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch der Ball will nicht ins Tor. Auch weil die eingewechselte Christine Krammer kurz vor Ende blitzschnell reagiert. Wir hatten mit ihrer physischen Präsenz so unsere Probleme. Das ist aber auch dem geschuldet, weil sie bereits 2 Spiele absolviert haben. Wir wussten, dass sie uns fordern würden. Das ist aber auch gut so, denn in der Bundesliga wird es auch wichtig sein, dagegen zu halten. Das haben die Mädels heute selber gesehen und vor allem gemerkt, weil sie viele Zweikämpfe bestreiten mussten. Jetzt wissen wir, was wir bis zum Ligastart noch drauflegen müssen. Damit glückt das Debüt von Trainer Ostendorp als neuer FCN-Trainer.
und gibt dem 30-Jährigen zugleich wichtige Erkenntnisse für die kommenden Wochen, in denen die Mannschaft weiter auf den Start in der ersten Liga hinarbeiten wird.